Hallo Leute, heute wieder hier in Wolterdingen. Und zwar Wolterdingen bei hier bei Wolfsbach. Und heute ist der 28. August. Ich habe euch gleich von heute ein paar Drohnenaufnahmen. Ihr werdet sie wahrscheinlich jetzt hier auch eingeblendet bekommen von mir. Heute ist Baubeginn. Also gestern war eigentlich schon der Baubeginn. Und ich habe gedacht, ja, mindestens einmal die Woche möchte ich das hier festhalten. War mir wichtig, dass ihr mal sehen könnt, wie das hier so vorangeht. Und ja, optisch kann man das vielleicht nicht so jetzt sehen, was hier los ist oder was hier gemacht wird. Aber ja, ich drehe mal die Kamera um, dass ihr es auch mal von nahen sieht. Ihr seht einfach, dass hier wirklich alles schön freigemacht worden ist. Und ich bin mir sicher, dass die nächsten paar Tage wir richtige Formen sehen werden, wie sich das alles hier ändern wird. Ganz besonders sieht man natürlich die Form dann von oben, was sich da ändert. Und ich werde mindestens eben einmal die Woche hierher kommen, Aufnahmen machen. Vielleicht reicht es mir sogar zweimal die Woche zu kommen. Und werde euch immer auf den Laufenden halten, wie sich die Renaturierung hier macht und wie es vorangeht. Wird bestimmt ziemlich interessant, am Ende zu sehen, was sie daraus machen. Und in meinem letzten Video habe ich fälschlicherweise gesagt, dass man die Fische am 24. August mit einem Elektroschock praktisch ja bewusstlos macht und wegtransportiert, um die danach wieder zurückzubringen. Das war eine falsche Aussage von mir. Am 24. August, der Termin war richtig. Man tut auch mit dem Elektroschock die Fische eben ohnmächtig machen und wegtransportieren. Nur die Fische kommen von selber wieder zurück. Das hat natürlich der liebe Murat nicht gewusst, aber jetzt weiß ich das, wieder was dazugelernt. Ja, und die kommen wirklich von selber wieder zurück. Nur, dass ihr es wisst, nicht, dass hier irgendjemand meint, ja, dass es eben falsche Aussagen hier sind, das möchte ich ja nicht. So Leute, denke ich mal, bis zum nächsten Mal. Abonnieren, kommentieren und liken nicht vergessen. Weiterempfehlen wäre ein Top. Und ja, und auf YouTube kommentieren wäre auch schön. Bis zum nächsten Mal, ich bin raus, euer Murat. Oh,